Heute ist Freitag, der 12. im März. Wir schauen einmal aufs Wetter, den ganzen Tag Wind. Und das erste helle Bier ist fertig. So, was haben wir hier? Rüben. Okay. Und die ersten Kürbisse sind fertig. Wir brauchen heute wieder eine Menge Zeug. Also Saat. So, das hier. Dann holen wir uns das. Ich glaube, wir kriegen langsam richtig Geld. Und beim Bürgermeister müssen wir ja auch noch, ich glaube, 10. Moment, sind es 10? Lege 10 Rüben in den Kühlschrank vom Bürgermeister Louis, genau. Das haben wir ja jetzt auch. Okay, dann können wir die Quest nämlich auch weitermachen. Also wir haben 4, 8, 12, 120 Plätze, die wir pflanzen können. Ich würde sagen, machen wir da, wie heißt, Kürbisse hin. Genau. So, die Damen. Heute dürfen sie wieder raus. Das kommt da rein, das kommt da rein, das nehmen wir mit. So, und hier einmal füttern. Ja, wir lassen sie trotzdem raus. So, das kommt hier rein. Wir gucken mal, wie viel Gold, Moment, 100 kostet ein Kürbis, oder? Haben wir hier noch Kürbissaat? 40 haben wir noch. Okay, dann brauchen wir nur noch 80. Habe ich bei den Damen jetzt aufgemacht oder nicht? Habe ich bei den Damen aufgemacht? Nein, habe ich natürlich nicht. Toll. So, dann einmal auf, bitte. Ihr dürft raus. Und hier machen wir jetzt... Was machen wir da jetzt rein? Moment. Wir brauchen hier draußen noch eine Kiste. Das kommt hier rein. Das eine nehmen wir mit. Das ist für Pam. Und dann machen wir am besten... So, haben wir ja hier. Machen wir zwei Stück hiervon rein. Ja, Wein dauert länger als Bier, aber... wir brauchen später mehr Bier. Mehr Wein. Gut, dann Pam müsste ja jetzt auch hier entlang kommen. Habe ich gestern eigentlich gesagt, was wir heute machen. Da ist Pam. Was wir heute machen wollen. Her damit, Schlürf. Ah, so muss es sein. Ziemlich gut und hopfig. Mit einem Hauch von Zitrone. Aber einem robusten Hauptteil, der es festigt. Danke, mein Kind. Das bedeutet mir viel. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Saufnase. 350 Gold. Ja, ist in Ordnung. So, ich würde nämlich heute dann gerne nein, dein Kupfererz kannst du dir selber holen. Also, wir brauchen noch 80. Das sind 8000 Gold. Ja. 8000 Gold ausgegeben.
So. Wir verkaufen hier die Kürbisse. Jetzt haben wir genug Gold. Dann machen wir heute nämlich auch mal genau den. Den Stall werden wir heute bauen lassen. Robin müsste ja eigentlich daheim sein. Ich muss jetzt nur gucken, ist da drüben alles frei? Der Baum hier könnte im Weg sein. Dann machen wir erstmal den Baum weg. Gib mir die Axt. Und dann, wir schnappen uns einfach Holz und Steine. Ich habe jetzt keine Lust im Internet zu gucken, wie viel wir genau brauchen. Wir machen jetzt hier alles weg. Also hier oben. Das weg, das, 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 das und das. Und das hier. Die Eulenstatue stellen wir mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, was diese Eulenstatue macht. So, dann brauchen wir jetzt noch Holz. Ja, die Hälfte. Ich wollte nur die Hälfte. Wir nehmen mal 500 mit. Das muss ja eigentlich reichen. Und hier nehmen wir auch 5. Na, das war der falsche. Hier nehmen wir auch 500 mit. So, dann Rüben. Da ist kein. Ja, wir brauchen mehr Kisten. Da ist auch kein Platz mehr. Hier ist noch ein bisschen Platz. Wir heben mal. Haben wir davon schon was hier drin? Ja. Also, hier heben wir mal alle auf. Kürbisse haben wir noch keine. Rüben haben wir auch keine. Dann würde ich jetzt mal hier 20 aufheben. Und hier. Ach, wir brauchen ja auch noch für Ding, okay. Einer fürs Gemeindezentrum. Ich glaube, Rüben brauchen wir nicht fürs Gemeindezentrum. So, das kann weg, das kann weg. Sicher 10 Rüben. Moment. Erst noch mal kurz gucken. Lege 10 Rüben in den Kühlschrank vom Bürgermeister Louis, ja. 10 Rüben. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Gut, dann das kann hier bleiben. Das kann auch hier bleiben. Dann gehen wir jetzt zuerst zu Robin. Schön oben lang gucken, ob irgendwas wurmt. Das wurmt mich ganz schön. Ja, ich weiß, der war scheiße. So, Robin. Hofgebäude errichten und zwar einen. Moment. Ein großer Hühnerstall kostet 10.000. Okay. Einen Stall, 6.000 Gold, 350 Holz, 150 Stein. Und zwar direkt hier nebendran. So, genau dahin. Gut, dann haben wir das. Jetzt machen wir die Quest vom Mr. Key. Ich wirklich hier jetzt noch Brombeeren einsammeln. Ja, komm, ein paar kann man noch einsammeln. Wir haben ja noch nicht genug, ne?
So, Bürgermeister Lewis wohnt hier. Oh, die Dinger sind ja auch fertig. Alles klar. Du legst die Rüben schnell in den Kühlschrank. Warte mal. Da ist eine Notiz auf der Milchpackung. Sie ist an dich adressiert. Gut gemacht, Kindchen. Deine letzte Aufgabe gibt dem Sanddrachen seine letzte Mahlzeit. Mr. Key. Okay. Wir müssen einmal kurz zu Willy. Wir brauchen nämlich Würmer. Wir brauchen 4 Würmer. Ja, ich habe die vergessen. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Ich habe die Angel vergessen. Egal. So, und dann können wir hier das rausnehmen. Und haben jetzt eine Miesmuschel bekommen. Also die Krabbenreuse können wir ohne Probleme jetzt fertigstellen im Gemeindezentrum. Und nee, da können wir es jetzt noch nicht. Wenn wir jetzt die Moment, schon wieder ein Buch. Steine. Wenn wir jetzt die hier bei den Erfolgen gucken. Nach Fischen. Hier zum Beispiel ist auch die Schnecke. Die haben wir da oben schon gesehen. Ja, gib dem Sanddrachen sein letztes Mal. So, dann Köder. Und jetzt haben wir nämlich hier auch die Schnecke. Alles klar. So, dann nach Hause. Ach nee, wir wollen ja auch zum wie heißt der? Zu dem komischen Wagen. Zu dem Reisewagen. Zu dem sauteuren Händler. Tagchen. Höhenkarotte, Kokosnuss, Hummer, wilder Meerrettich, Lebenselixier, Käferfleisch, Narzisse, Qualitätsdünger, Kugelfisch, helles Bier, Winterstuhl, Sammlervogelscheuche, Kaffeebohne. Wir kaufen heute nichts. Wir müssen jetzt Geld sparen, weil wir nämlich dann ab übermorgen können wir Tiere kaufen. So, wir pflanzen erstmal. Da komm. So, dann hier noch. Ja, hoch runter ist einfacher zu pflanzen als links rechts. Oder im Kreis ist auch einfach. So, das haben wir auch gemacht. Dann machen wir das Zeug mal hier rein. Ist da überhaupt noch Platz? Da ist kein Platz mehr. Dann machen wir das erstmal hier rein. So, das hier rein, das, das. Dann das hier hin. Das dahin. Und nein, nicht da. Dahin. So, die Brombeeren hierhin. Gut. Wir haben jetzt die Aufgabe noch. Wir sollen. Nein. Gib dem Sanddrachen sein letztes Mal. Ich weiß ja, was es ist, aber es ist halt sau schwer rauszufinden, was es ist. Wir brauchen einmal Teleport-Totem-Wüste.
Wir gehen mal kurz in die Wüste. So, und zwar der Sanddrache ist das Ding hier. Und sein letztes Mal, ich habe keine Ahnung warum, ist eine Solaressenz. Einfach hier, zack. Du legst die Essenz in den Drachenschlund. Erst dann bemerkst du eine Notiz, die in der Augenhülle versteckt war. Du hast dich bewiesen, Kindchen. Schau dir mal den Holzstapel neben deinem Haus genauer an. Mr. Key. Und wir haben irgendeinen neuen Erfolg bekommen. Aber hier unten wurde eben irgendwas angezeigt. Oder war das das hier? Egal. Gut, gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Nein. Dann können wir direkt wieder nach Hause. Und dann schauen wir uns den Holzstapel daheim an. Und dann sind wir mit der Aufgabe nämlich auch fertig. So, das nehmen wir mit. Ja, das kommt jetzt erstmal in die Kiste. Bitteschön. So, was brauchen wir eigentlich für die... Wir gucken erstmal hier. So, und zwar, zack. Unter einem Stück Holz findest du den Gegenstand Clubkarte. Du weißt nicht, wofür er da ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Alles klar. Was es mit der Clubkarte auf sich hat, das sehen wir hier unten. Werden wir dann die nächsten Tage irgendwann machen. So, wir schauen jetzt noch, was brauchen wir hier für die Speisekammer. Eine Aubergine, einen Kürbis und eine Süßkartoffel. Süßkartoffel, Kürbis und da sind Auberginen. So, dann reiten wir nämlich nochmal zum Gemeindezentrum und geben das ab. Hallöchen. So, Nutzpflanzenherz. Das hier, das hier, das hier. Und wir bekommen ein Bienenhaus. Toll. Toll. So, hier brauchen wir... Das müsste auch bald fertig sein. Dann können wir das auch fertig machen. Und hier, ja, das wird noch ewig dauern. Außer wir können das im... im... Auktionshaus... Hallo? Das soll da nicht hin. Können es bei dem Reisewagen zum Beispiel kaufen. So, dann ab nach Hause, stellen wir das Bienenhaus noch hin. So, hier hoch bitte. Und da. Alles klar, dann hier drüben noch bei den Damen zu machen. Und... Ja, dann können wir heute schon ins Bett gehen. Haben wir heute wieder eine Menge gemacht hier. So, dich haben wir schon gestreichelt. Ab ins Bett. Und wir bekommen 16.000 Gold. Eieieiei. 528 für einen goldenen Kürbis. 165 für eine Rübe. Ich glaube, die Dinger haben gerade mal 20 Gold gekostet. Verachtfacht.
Okay. Ja, das lohnt sich. Gut, dann gehen wir jetzt ins Bett und morgen geht's hier weiter.